unbeschadet überstanden, unser neuer Ayo, Mutter von, die Mutter Panja ist offensichtlich auch damit zufrieden. Ab jetzt gleich wieder ans Euter, nein, ans Brötchen. Also ein recht munter Gesell, sind die alle so in diesem Alter? Ja, junge Elefanten sind natürlich immer also gut aufgelegt und wollen sich beschäftigen, spielen. Und wir sind schon sehr gespannt, wenn die beiden Kälber dann mal zusammen hier auf der Anlage miteinander straufen können und sich streiten können und sich bewegen. Das dauert aber noch ein bisschen. Ja, da sind wir dabei, das vorzubereiten, aber das wird in naher Zukunft wird das stattfinden. Dann können sich die Besucher hier vom Zoo Halle darauf freuen, dass sie also die ganze Familie hier im Gehege sehen? Ja. Also auf alle Fälle diese beiden Kühe mit den Kälbern. Dann wird auch der Zwischenzaun hier weggenommen und dann haben die wieder richtig viel Platz. Jetzt muss ich das beschreiben, was Sie nicht eben gesehen haben. Der Kleine und die Mutter sind jetzt hier hinten auf ein anderes Gitter zugerannt. Hinter diesem Gitter sind die ganzen Pressefotografen, die da immer sehr nah sein wollen, um ja mitzukriegen, was passiert. Und die sind jetzt doch sehr bestimmt alle zusammen zwei Schritte zurückgetreten. Also es ist dann schon ein Gefühl, wenn so ein Elefant auf einen zukommt, da möchte man schon ein bisschen in Sicherheit gehen. Und auch für uns ist das ja, wir haben hier eine Sicherheitstür, die ist nur so schmal, dass ich gerade durchkomme. Und wenn die Elefanten jetzt also doch ein bisschen mehr Hunger und Appetit als auf Brötchen haben, dann haben wir die Chance, schnell hier in dieser Tür zu verschwinden und hoffentlich dann dadurch den Angriff oder ja, die Anleitung zum Spielen. Die wollen ja nur spielen, ne? Die wollen einfach nur spielen und dass man denen ein bisschen sozusagen aus dem Wege geht. Ja, das ist spannend. Für mich war das die erste Elefantentaufe meines Lebens. Und Frau Gunke, wie sieht es bei Ihnen aus? Schon mal ein Elefant getauft? Das war meine erste Elefantentaufe. Ich habe schon Elefanten gesehen, aber natürlich war ich noch nie so nah dran. Das war heute schon ein sehr spannender Moment. Ich hatte natürlich auch Sorge, dass ich mit roten Haaren vielleicht ein bisschen wie so ein rotes Tuch auf den Elefanten wirke, aber es ist ja alles gut gegangen. Ich bin lebendig wieder rausgekommen. Zur Not hat die Studioleiterin auch eine Kappe noch in der Tasche gehabt, um das Sicherheitspotenzial ein bisschen zu erhöhen. Und für euch ist das ja fast schon Routine. Ihr hattet ja erst vor ein paar Wochen einen Elefanten. Naja, Routine noch nicht, aber mal gucken, was so in den nächsten Jahren kommt. Also das ist aber erstmal schon ein guter Anfang. Die Babys sind gesund und besser kann zurzeit nicht laufen. Ebenfalls zurzeit ist nicht. Nein. Also der nächste Elefant lässt wirklich erstmal auf sich warten. Alles klar. Also haben wir die Mannschaft erstmal voll. Wie heißt das bei Elefanten? Horde? Nee. Wie heißt es? Eine Herde. Die ist jetzt schön angewachsen hier und wir sind Zeuge gewesen. Das ist ein schöner Augenblick und ich bin sicher, dass viele Besucher des Zoos jetzt natürlich erst recht einen Grund haben, hierher zu kommen in Zoo Halle, den schönsten Bergzoo der nördlichen Hemisphäre auf dieser Erde. Kommen Sie hierher, schauen Sie nach, was der Schützling macht hier. Der Zoo hat rund um die Uhr geöffnet, jedenfalls im Jahr über, macht nur abends ein bisschen zu, um sozusagen den Tieren etwas Ruhe zu gönnen. Aber er hat das Jahr über alle Tage geöffnet und Sie sind herzlich eingeladen, hierher zu kommen zum liebsten Kind. Und es ist auch sehr schön, dass die Stadthalle diesen Zoo auch gut unterstützt. Der Stadtrat ist immer auf der Seite des Zoos gewesen mit Geldern. Sie haben ja gesehen, dass in den letzten Jahren sich viel entwickelt hat, dass viel passiert ist in dem Zoo. Und auch hier in dem Gehege wird meines Wissens auch in den nächsten Jahren noch einiges passieren, damit man diese Herde Elefanten hier auch schöner und artgerechter halten kann und auch den Besuchern dann bessere Möglichkeiten gibt, denen zuzuschauen, was hier passiert. So, jetzt sind alle Fragen gestellt und alle Antworten gegeben. Und ich glaube, das wäre für uns die Zeit, hier wieder uns zurückzuziehen. Muss ich sagen, herzlichen Dank an die beiden Sicherheitsbeauftragten, Katharina Kranich und Norm Maase, die uns hier sicher durchgeführt haben. Und Frank Müller, schönen Dank, dass Sie uns hier die Möglichkeit gegeben haben, bei dieser Taufe dabei zu sein. Und natürlich herzlichen Dank an die Ja, wasserscheu gehört nicht zu den Eigenschaften. Jetzt rennt sie wieder auf die Fotografen zu, die dann gleich wieder flüchten. Sehr schön ist das. Also auch herzlichen Dank an die vielen tausend Freunde, die mitgemacht haben bei Radio Sachsen-Anhalt, bei diesem Hörerspiel, um hier dort dabei zu sein und den richtigen Namen zu wählen und Ihnen noch die Möglichkeit zu geben, an unserem kleinen Spiel teilzunehmen, vorne an dem
Pavillon mit MDR-Zeichen drauf, nicht zu übersehen, gibt es noch Teilnahmekarten für 2 €. Das Geld fließt wieder in den Zoo. Und ich habe ja auch vom Freundeskreis des Zoos Frau Irmela Dorn gesehen, die gern diese Spende dann entgegennehmen wird, um zum Wohle des Zoos diese finanziellen Möglichkeiten dann zu erweitern. Also hier bitte teilnehmen. Und wer da gewinnt, um 15 Uhr ist Auslosung. Und wer da gewinnt, kann dann also hier bei einer Fütterung nachher dabei sein mit einem Korb mit Nahrungsmitteln der Wahl. Bier ist nicht dabei, aber Brot und Möhre und so die Sachen, die ein Elefant so gerne nimmt. Also herzlichen Dank an alle und herzlichen Dank an Sie, dass Sie hier dabei waren.